Moin Moin, würde ich sagen, und zurück bei Castlevania Aria of Sorrow. Direkt hier beim Speicherpunkt. Wir haben beim letzten Mal schon die ersten Dinge hier bekommen. Zuerst einmal sind wir in Draculas Castle. Das Spiel spielt ja eigentlich in der Moderne, nämlich 2035. Wir haben hier die Rolle von Soma Cruz übernommen, der eigentlich als Austauschstudent hier in Japan ist und mit seiner Freundin eigentlich nur einen Schrein besuchen wollte, also ne, so richtig schön romantisch. Und jetzt quasi während der Eclipse in dieses Schloss von Castle von Dracula reingesogen worden ist. Warte mal, ich will hier unten nochmal gucken, ob ich hier irgendwas verpasse sonst. Aua! Ja. Ein Schlag in die Fresse verpasse ich, aber richtig. Die Augen kennen wir auch noch. Vielleicht kriegt man da später eine Möglichkeit, wie in Symphony of the Night, sich so eine Gegnerliste zu holen, oder? Guck dir das an. Guck dir das an, da geht's nämlich rein. Deswegen habe ich gesagt, Wände abchecken. Wir haben aber erst jetzt, wo wir die Wand zerstört haben, quasi, ne, ihr seht das, diesen Durchgang hier in der Map angezeigt bekommen. Okay, also doch anders, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte nämlich eigentlich, dass man hier durch die einfache Castle Map schon angezeigt bekommt, ob da irgendwo kleiner Raum ist. Ich meine, wir haben hier auf der Map so kleine Einzelräume, das ist schon klar. Aber es sieht wohl aus, als wären diese Secrets mit den Wänden vielleicht doch nicht alle direkt sichtbar. Jetzt will ich mal hier gucken, was haben wir denn gekriegt. Das war hier eigentlich bei den Items, ne? Tasty Meat. Ja, okay, das ist einfach da. Oh, Mind Up. Ja, okay. Das regeneriert 20% von unseren MP, also die Magic Points. Das ist dann eben der grüne Balken, wie gesagt. Was ich jetzt mal machen will, ist, ich will mal ein paar Mal hier raus und reingehen, gucken, ob das bei dem Auge hier einen Unterschied macht hinsichtlich Seele. Ob man die hier einfach abfarmen kann. Weil ich habe jetzt, ich nehme den Part direkt nach dem nächsten noch auf. Das heißt, ich habe eure Hinweise noch nicht. Aber ich will mal gucken, ob das hier mit den Seelen wirklich ist, dass das eine Prozentchance ist, dass die droppen. Ich renne halt auch immer rein, ne? Direkt, wenn ich hier rauskomme. Ich bin einfach doof. Und ob halt wirklich jeder Gegner eine Seele spawnt. Wenn es jetzt nicht so ist, wie gesagt, ihr habt mir das wahrscheinlich unterm letzten Part dann gesagt, aber ich werde das dann jetzt erst nach dem hier lesen können. Krass finde ich, dass der Körper von ihm überhaupt keinen Schaden macht, aber gut. Ich treffe aber auch gerade nichts, ne? Okay, es sieht aber nicht so aus, als würden wir hier eine Seele kriegen. Ja, ich glaube, dann lassen wir das auch einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist. Für mich wird jetzt am ehesten Sinn machen, das ist so eine lackbasierte Sache. Warte mal, lass mich gucken. Hier geht's lang. Ja, okay. Das ist aber auch eine Sackgasse, so wie es aussieht. Ja, und bei den Fischis. Die spawnen kleinere Fischis? Das ist ja bitter. Kann ich die hier erwischen? Haha, kann ich. Wie geil ist das denn? Aber den kleinen Fischi erwische ich nicht, ha? Huh? Der geht auch einfach weg. Na gut, gut, gut. Hier geht's auch wieder nicht hoch. Ah, das heißt, wir können das auch gar nicht mitnehmen. Schade. Eine hinsichtliche Map Completion. Flying Armor. Falling Speed slows down and Jump Distance increases. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier von weiter oben runterfallen oder überhaupt runterfallen, dann wird das langsamer. Vielleicht, wenn man jetzt so einen langen Gang hat, den man runterfällt, sage ich mal, dass man da irgendwie nochmal, ne, wenn da jetzt rechts und links Nischen in den Wänden sind, kennt man auch von Symphony of the Night,
dass man die vielleicht eher nochmal abchecken kann. Jump Distance. Okay. Lass mal equippen. Ist hier aber auch nicht. Okay, bin ich jetzt wieder blöd? Ist das eine Seele gewesen? Oh, ja, okay, das ist eine blaue. Was? Time 5? Gibt's hier eine Time bei den anderen? 5 Use, 12 Use, 14 Use? Okay, da dürft ihr mir dann gerne Hinweise geben, weil ich bin mir da noch nicht sicher. Das kann ich 14 Mal benutzen, 12 Mal benutzen, 5 Mal benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann weg ist, weil eigentlich dieses Skelett haben wir ja schon einige Male benutzt. Ob die Seele dann aufgebraucht ist oder ob das quasi 12 Mal zu benutzen ist, bis halt die MP leer ist. Das hier... 5 Time, also nicht 5 Mal benutzen, sondern 5 Time. Ich bin mir nicht sicher, was genau das heißt. Was ich aber auch sehe, ist jetzt, dass wir hier auch nicht weiterkommen. Weil wir, wenn wir uns im Wasser befinden, quasi immer hier nach oben gedrückt werden. Das heißt, wir können weder den Bereich hier unten abdecken oder absuchen, noch den hier oben. Das heißt, der Teil der Map, das müssen wir uns für später merken. Da müssen wir nochmal zurückkommen. Ist jetzt schade, weil ich bin natürlich immer so, dass ich mir denke, okay, ich check die Teile ab, die ich abchecken kann erstmal, ganz klar. Also da dürft ihr mir gerne, wenn ihr das besser wisst, Hinweise geben, wie das mit den Seelen hier zu verstehen ist, mit dem 12-mal Use, ob die dann aufgebraucht ist oder ob das halt einfach magietechnisch leer ist. Und wie das hier mit der Zeit ist. Weil ich sehe jetzt auch nicht, dass ich die aktiv verwenden kann, die blaue Seele. Ah, hier war das, okay. Nein! Warum rennst du in die Plezimauzi weg? Aber ich finde den Speer bisher eigentlich ziemlich nützlich. Okay, speichern wir nochmal. Warum nicht? Oh. Upsa. Das wäre jetzt natürlich was, wenn du die Speicherstatuen kaputt machen könntest und dann nicht mehr speichern kannst. Das ist ja im Prinzip bei Shovel Knight so. Bei Shovel Knight hat man diese, ne, diese Glaskugeln, wo man zwischenspeichern kann. Und wenn man die kaputt macht, ich glaube, dann hat man irgendwie Kristalle bekommen oder was. Es ist schon eine ganze Weile her, aber man kann dann da auch nicht mehr speichern. So, war ich hier oben? Ich glaube, da kam ich her. Das heißt, wir können erstmal nur hier hoch. Sehe ich das richtig? Ja. Weil wie gesagt, diese ersten Bereiche, da kommen wir gar nicht hoch. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Doppelsprung oder einen Supersprung. Irgendwas brauchen wir auch hier unten für einen Sprung nochmal, dass man hier hochkommt. Und wir brauchen irgendwas, was uns ermöglicht, zu tauchen oder in Wasser zu bleiben. Worauf stehe ich hier? Ah, okay, das ist kein Hintergrund, das ist eine Plattform. I see. Ich habe das jetzt hier irgendwie zum Hintergrund dazugezählt. Man kann aber auch, wie in Symphony of the Night, durch solche Dinge durchdroppen. Einfach mit unten und Sprung. Ich habe es gerade mal ausprobieren müssen. Aber ich muss sagen, für ein GBA-Spiel sieht es schon ziemlich geil aus, oder? Vögel, Vögel. Niemand mag Vögel, auch wenn sie ordentlich bluten beim Sterben. Ah, und wie sich diese anderen Türme hier im Hintergrund so auftürmen und um sich schlingen hier, der Linke. Sieht schon geil aus. Ich hoffe jetzt natürlich, ich verpasse nichts in den Wänden. Denn das kennen wir ja. Blaue Krähe. Das ist gar kein Vogel, sorry. Krähen und Vögel muss man schon auseinanderhalten.
Oh, was zum Fick ist das denn? Ja, nee, danke auch. Oh. Was zum... Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie es heißt. Halleluja. Okay. Aber ohne Mist, Hintergrund, geiler Scheiß. Sieht unglaublich geil aus. Ich check wirklich trotzdem... Oh, krass. Auch dieser Engel hier. Ne, man denkt sich so, oh, Engelstatue. Und dann hat sie einfach so ein Totenschädel-Gesicht. Oh. Das ist halt so richtig Castlevania-like. Ich mag das. Aber ich komme hier nicht hoch, scheinbar. Ja, aber das wäre jetzt natürlich was für... Ja, ne, ihr seht, der Sprung, der klappt ganz, ganz minimal nicht. Das wäre jetzt natürlich die Frage. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Seele aktiviere. Oh! Ja. Okay, das ist dann wohl wirklich eine besondere Seele. Wir aktivieren die mit dem R-Knopf, mit dem rechten Schulterbutton bei mir. Das ist dann auch gemeint mit dem Falling Speed und den weiteren Sprüngen. Man kann so ein bisschen hier rüber. Geiler Scheiß, ich mag das. Okay, und was haben wir jetzt? Immer noch 5 Time. Also die verbraucht sich nicht richtig, so wie es aussieht. Vielleicht geht es ja nur so eine Art von 5 Sekunden Dauernutzung oder so. Jetzt haben wir hier nochmal so einen Trank bekommen. Ah nee, das ist die Potion, genau. So wie man sie aus Symphony of the Night auch kennt. Wahrscheinlich gibt es da noch die High Potions, die mehr aufladen. Okay. Zombie Soldier, Lass aber nochmal gucken, wir brauchen noch 263 XP, okay. Das heißt, das, was wir zwischendurch auch hatten, war noch ein Level Up. Ich habe es nur nicht gerallt. Die werfen sogar Granaten nach einem. Holy shit. Zombie Soldier throws hand grenades. Lass uns das einfach mal aus Spaß. Ich glaube, ich bleibe wirklich für eine Zeit lang einfach bei diesem Speer. Der scheint ziemlich geil zu sein, aber... Nichtsdestotrotz, wir probieren alles mal aus. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob es hier irgendwie hochgeht. Da komme ich aber mit dem hier auch nicht hoch. Nee. Ne, weil der Sprung geht zwar weiter, aber er ist nicht hoch genug. Wir haben aber auch hier oben noch eine Potion gesehen. Vielleicht kommen wir ja da von hier aus dran. Was ist hier? Neuer Gang. Ich will halt immer mal ein bisschen abchecken. Geiler Scheiß, okay. Lass uns die einfach mal noch ein bisschen ausgerüstet lassen. Vielleicht auch wieder von hier. Ja. Lederharnisch. Ja, wir haben hier immer noch die Casual-Sachen an. Und das bringt die Defense hoch von 12 auf 17. Ja. Ist keine schlechte Idee. Ich muss trotzdem nochmal, es tut mir leid, hier abchecken. Ist aber nichts. Und hier müssten wir doch jetzt eigentlich zu dieser Potion kommen von eben, ne? Oh ja. Eine weitere Potion und ich habe wieder vergessen. Ne, zumindest immer mal nachgucken, das ist gar nicht so falsch. Hier oben sind noch 2 Einzelräume. Ja, aber das sieht aus, als käme man da nicht so einfach dran. Zumindest von der Seite aus nicht. Ne, wenn ich das jetzt hier benutze, ihr seht, es ist viel zu weit oben.
keine Chance, dass wir da dran kommen. Was ist hier? Wieder ein Axe Knight. Aua! Ist die Frage, hier oben lang oder unten lang? Wir gehen erstmal hier oben weiter. Das ist jetzt ganz bitter, dass das Skelett natürlich hier hinten dran steht. Es hat sich jetzt gedacht, hey, wir verstecken uns hinter der Axtrüstung. Was kann schon schief gehen? Auch cool hier wieder diese... Das sind eigentlich keine Fenster, das sind mehr so Türen. Wahrscheinlich raus zu so einer Art Balkon. Man sieht aber auch im Hintergrund nochmal die anderen Bereiche vom Schloss. Finde ich gut gemacht. Ja, das ist dann, wenn man denkt, man hat noch den Speer und hat ihn nicht mehr. Ich glaube, wir equippen den einfach wieder. Ich finde jetzt die Granaten zwar auch nicht schlecht, aber irgendwie der Speer hat was. Es ist halt, wenn man bedenkt, dass Soma jetzt eigentlich immer noch ein Kurzschwert hat. Oh, neuer Harnisch, aber wir kommen nicht dran. Ist das halt natürlich eine Möglichkeit, auf Range was zu machen. Auch hier. Selbst wenn wir das einsetzen, es ist noch ein Stück zu hoch. Oh, und wie die Potion hier hoch und runter springt. So, hey, ich bin eine Potion, sammel mich ein. Ja, ich würde gerne, aber ich komme nicht an dich dran. Also wirklich egal, was wir hier machen, wann wir abspringen. Oh, doch. Never mind. Wenn man hier direkt am so wirklich an der Kante abspringt, dann reicht's von der Sprunghöhe noch. Ach, dieser Brunnen im Hintergrund, wenn das diese Brunnen sind. Die kennt man nämlich auch aus Symphony of the Night. Da gab es auch so ein Screen mit diesen wirklich großen Brunnen. Da kommen wir bestimmt auch irgendwie dran. Oder? Aber scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Entweder auch wieder ganz knapp oder gar nicht. Ah, da war es schon zu spät. Nochmal mit ein bisschen mehr Höhe versuchen, aber ich glaube, dass der wirklich zu weit weg ist. Ja, ich komme da im Moment nicht hoch. Vielleicht ja doch, vielleicht ist es so, dass ich doch da hochkomme. Dann dürft ihr es mir gerne sagen. Es sieht jetzt erstmal so aus, als würde es knapp nicht reichen, aber ich kann mich ja täuschen. Aua! Nee, danke. Gerösteter Soma ist jetzt nicht so meins. Netter Schal. Wo ist der denn? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, ist halt auch wieder. Die Defense steigt um 2, aber das Luck geht runter. Und wenn wir ja da diese Seelen wollen und die Seelen nackbedingt sind, dann sollten wir das vielleicht so lassen. Wie gesagt, ich weiß das jetzt immer noch nicht, weil ich die hintereinander aufnehme, die Parts. Ich werde mir jetzt aber dann nach dem Part auf jeden Fall mal angucken, was ihr so sagt, wenn ihr was sagt. Und da dann natürlich versuchen, drauf einzugehen. Vielleicht ist das ja mit dem Luck auch anders, wie ich es im Kopf habe. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur so, wie ich es mir halt vorstelle, wie es funktioniert. Muss ja aber nicht heißen, dass es auch wirklich so ist. Okay, aber wir kommen hier nicht hoch. Wir haben aber hier unten noch einen Gang, den wir lang können. Das ist dann wohl der Weg, den wir jetzt gehen, weil alles andere funktioniert gerade nicht. Auch der Sprung hier. Ich sehe nicht, dass das funktioniert. Ich kann es nochmal probieren, aber... Ne, da waren wir auch zu weit unten. Ich komme nicht hoch. Vielleicht, wie gesagt, falscher Zeitpunkt zum Absprung, aber vielleicht ist es auch wirklich in dem Fall so knapp, dass es nicht geht. Was ich natürlich jetzt auch sehe ist, und ich habe mich das bis dato gar nicht gefragt,
Wir sammeln ja hier Herzen ein. Und Herzen, wenn man das so kennt bei Castlevania-Spielen, ist ja eigentlich meistens deine Munition für die Sub-Weapons. Ist es jetzt wirklich... Aber es hat sich jetzt halt komplett aufgefüllt. Trägt das jetzt zum Auffüllen von der MP bei, oder was machen die Herzen? Ne, gut, dass man sich vor dem Bogen halt auch, vor dem Pfeil und Bogen auch wegducken kann. Sonst würde die Taktik vom Skelett hier wunderbar aufgehen. Einfach zu sagen, hey, ich verstecke mich hinter dem. Rapier. Lass gleich mal gucken. Ist bestimmt besser als das Kurzschwert, oder? Jao. 21 hoch auf 27, geil. Oh. Und man kann, wenn man kurz vorm Landen sticht, kann man beim Landen quasi nochmal stechen, kann zwei Hits rauskriegen. Weil sonst hat man halt immer so ein... muss man so ein bisschen warten. Okay, cool. So, und wo konnten wir jetzt noch lang? Hier, genau. Dann lass uns den Weg mal gehen. Wahrscheinlich Geld einzusammeln wird uns auch hier was bringen. Ich weiß noch nicht ganz wie. Ich weiß nur noch, in Symphony of the Night gab es eben so einen Händler irgendwo, der einem natürlich auch Potions und sowas alles verkauft hat. Aber im Falle von Symphony of the Night konnte man sich auch verschiedene Kleidungsstücke holen. Unter anderem Joseph's Cloak, das war quasi so eine Art Cape, wo man selber einstellen konnte, was für eine Farbe man da haben wollte. Also man konnte sich wirklich seine Ausrüstung dann komplett, wie man es wollte, nochmal mit so einer dekorativen Farbe einkleiden. Vielleicht ist das hier auch so. Wer weiß. Ich fände es auf jeden Fall cool und da schwebt irgendwie Schädel. Auch die kennt man aus Symphony of the Night. Frage ist, ob die einem auch Seelen geben, weil ich weiß, wie gesagt, ja immer noch nicht, ob jeder Gegner eine Seele droppt und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Holla. Ah, Spannerauge. Ist das hier hinten dran, aber es kommt nicht rein. Lass doch mal eine... Ah! Was zum... Was macht das da außen? Das erinnert mich jetzt auch wieder an Symphony of the Night, auf das... An das Spannerauge. Hier ist offen. Ja, komm, Auge, komm. Ich weiß, du willst es auch. Es kommt aber nicht rein. Na gut. Scheint ein bisschen schüchtern zu sein. Und wir haben ein weiteres Level Up. Level 5 im Moment mit Soma. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, wir haben auch hier Status Good. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen, wie ich es von Castlevania 64 kenne. Dass man hier eben auch poisoned werden kann und dass das dann hier angezeigt wird. Solche Sachen, also Statusveränderungen gibt es wahrscheinlich dann auch. Auch die haben uns immer noch keine Seele getroppt. Naja, ich bin mal gespannt, wie genau es damit zusammenhängt. Auch hier geht es wieder hoch, aber ist noch ein Stückchen zu weit. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht von der anderen Seite noch hochkommen. Aber ihr seht schon, es gibt halt überall Bereiche in der Map im Moment, wo wir gerne erkunden würden, aber nicht können. Ist aber für Metroidvanias völlig normal, dass man hier wirklich später nochmal Backtracking machen muss. Einige Sachen hat, wo man nochmal zurückkommen muss. Das sollten wir auf jeden Fall auch öfter nutzen. Das könnte uns vielleicht wirklich so... ein paar brenzliche Situationen einfacher machen. Oh, und auch hier komme ich nicht hoch, dein Ernst. Schade. Würde ich eigentlich gerne machen. Ich würde hier gerne mal hochgehen und entdecken. Wie gesagt, das ist normal, aber es wurmt mich natürlich schon, wenn ich sehe, da sind so Bereiche, die würde ich mir gerne angucken, aber das Spiel sagt nein. Okay, müssen wir im Moment mit leben. Der ist direkt bei uns drin gespawnt. Ich finde das nicht so höflich.
Och, hier dieses Pferde wieder. Geiler Scheiß. Also optisch sind halt auch diese Castlevania-Spiele ziemlich genial. Ich bin zumindest bisher ziemlich hellauf begeistert. Also es hat halt GBA-Grafik, ganz klar. Ist halt ein bisschen, für mich wirkt das halt ein bisschen schwammig, diese GBA-Spiele. Aber nichtsdestotrotz geil gemacht. Ja, da können wir wahrscheinlich irgendwann auch mit einem Sprung nochmal ein ganzes Stück hoch. Das erinnert mich ein bisschen an, wenn man in Symphony of the Night von diesem ersten Korridor rauskommt, wo man eben einmal Gaiborn und Slokra trifft und einmal auch den Tod. An das erinnert mich das. Da kann man wahrscheinlich auch rechts und links nochmal irgendwo rein. Aber detailreich ist es, das muss man dem Spiel schon lassen. Na? Ihr könnt ja auch attacken, sag mal. Ist hier mal ganz was Neues. Auch die kennt man aus Symphony of the Night. Die werfen nämlich Steine. Ne, das ist dann so diese Müllbeseitigung der anderen Art. Aber ich habe im Moment nicht wirklich viele Möglichkeiten. Das sehen wir schon. Ich komme da gar nicht dran. Ah, wie fies ist das denn? Ich frage mich gerade, weil das so eng ist. Oh, Cruise macht, guck mal hier, Breakdance. Yo. Nee, das ist so eng, dass ich mich eigentlich frage, ob man auch so eine Art Fledermausverwandlung bekommt. Wie das bei Alucard der Fall war. Weil ich komme hier, selbst wenn ich es vom Sprung her schaffe, der ist zu groß. Der passt hier nicht rein. Okay. Speichern. Da würde ich sagen, das machen wir doch direkt mal. Und damit soll es das auch mit Part 2 gewesen sein. Ich denke hier, der nächste Weg führt uns hier runter. Und dann vielleicht mal runter links und runter rechts abchecken. Wir haben 9% der Karte. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch andere Bereiche. Ich kann mir das sonst nicht anders vorstellen. Das hier wird nicht alles gewesen sein. Aber ja, ich bin übelst gehypt. Es sieht bisher unglaublich geil und wieder richtig schön detailreich aus. Gerade die Hintergründe, die Musik, im Moment gibt es gar nichts zu meckern. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, weil ihr das Spiel kennt, nehme ich immer gerne dankend entgegen, solange es keine Main-Spoiler sind. Also die Story möchte ich eigentlich gern selber erleben, so wie es immer ist. Aber wenn ihr dir irgendwas wisst, wie genau die Seelen funktionieren, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr farmen muss, aufpassen muss, dass man eben wirklich bei jedem Gegner Seelen kriegen kann. Alles das dürft ihr mir gerne irgendwie weiterhelfen, da bin ich echt wirklich dankbar für jeden Hinweis. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann zusammen gemeinsam im nächsten Part an. Bis dann!